Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Na, gut geschlafen? Nini hat das leider nicht, aber wir auch. Da werden Bilder ohne ihr Einverständnis gepostet. Ihr wird eine Fake-Beziehung aufgedrückt, obwohl sie einen Freund im realen Leben hat. Und plötzlich folgen ihr auch immer mehr Leute. Öffentlichkeit, die sie gar nicht angestrebt hat. Es ist und bleibt ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, wenn man sich auf diese Fake-Influencer-Welt einlässt. Die Frage ist jetzt, wie Nini damit umgeht. Leicht wird das nicht. Good morning. Good morning. Hallo. Nini, willst du mich verarschen? Also ich habe mich den ganzen Tag... Weißt du, wie oft ich heute angerufen habe? Und du hast mich komplett ignoriert. Du hast nicht einmal zurückgerufen. Und dann postet Damian so ein Bild mit dir. Wie denkst du, geht's mir? Wie... Nini, sei ehrlich, läuft was zwischen euch? Du vertraust mir echt gar nicht, oder? Das war fake. Ich würde dich niemals betrügen, vor allem nicht mit Damian. Ei, da würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Ja, klar. Außerdem hat Damian das Foto doch direkt gelöscht. Findest du nicht, das ist Beweis genug, dass das nicht war? Wir wissen beide nicht, woher das Foto kommt. Außerdem finde ich das Ganze selber total unheimlich. Plötzlich 1000 neue Follower, alles fake. Wem willst du das erzählen? Erklär das mal deiner Community. Die sind jetzt schon mehr Team Dini als Team Mini. Echt, so. Ist dein Ernst? Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. Ach Yoshi, was soll ich machen? Vielleicht eine Live-Story? Das machen doch alle hier, oder? Kannst ja mal versuchen. Okay. Hallo, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich warte noch mal ganz kurz, bis mehr Leute da sind. Hey, ihr wartet bestimmt alle noch auf ein Statement von mir, aber ich musste das selber irgendwie noch verarbeiten. Das Bild von Damian und mir war fake und wir wissen beide nicht, wie das entstanden ist. Es ging mir gestern nicht so gut und Damian war einfach nur hier und hat mich getröstet und in den Arm genommen. Das war's. Zwischen Damian und mir ist nichts und wird auch nichts sein. Nochmal für alle, ich habe einen Freund und ich bin super, super happy. Also bitte glaubt nicht alles, was da draußen erzählt wird. Bis bald. Tja, Nini, deine Follower sind da wohl geteilter Meinung. Ich hab dir eigentlich einen Gefallen getan. Das wirst du auch noch einsehen. Wart's ab. Nochmal für alle, ich hab einen Freund und ich bin super, super happy. Also ups, doch wieder gelöscht? Nini, du musst dich entscheiden. Spielst du das lustige Influencer-Spiel mit oder nicht? Das bin nicht ich. Ich bin einfach nicht für diese Welt geschaffen. Darüber werde ich mit Sydney auch nochmal reden. Ich muss es aber los. Du musst leider hier bleiben. Bis später. Während Nini noch ein Influencer-Rookie ist, steckt Joanna bereits tiefer im Fake-Game, als ihr lieb ist. Eine anrüchige Kampagne. Das ist kein Content, der einen karrieretechnisch weiterbringt oder sonst irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft oder ihre junge Community hat. Wenn du dich so sträubst, Joanna, lass es doch einfach sein. Hi. Laut meiner Sendungsverfolgung müsste das Paket mit dem neuen Kooperationspartner bereits bei dir angekommen sein. Wo bleibt mein Teaser? Meinst du echt, das ist der richtige Schritt? Baby, deinen Schritt verpackst du jetzt in dem hübschen Teilchen, was in dem Karton mitgeliefert worden ist. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Und wenn du mir nicht vertraust, dann suchst du dir bald eine eigene, andere Agentur. Und jetzt pop und hopp, lass dir was einfallen. Ich brauch den Teaser heute Abend noch. Ja, aber der... Arschloch. Ja, ciao.
Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch ja erzählt, dass bald etwas Neues von mir kommt. Ich kann noch nicht genau sagen, was, aber etwas kann ich euch schon mal verraten. Es wird hot. Ich zeige euch mal eben, was ich hier für euch habe. Okay. Pop und Hop, das ist die Kampagne. Na, wer will das an mir sehen? Okay, also ich würde mal sagen, klares Ja, so let's try it on. Make your jaw drop, make you say, oh my God, and you never felt this type of emotion. Na, Damian? Sweet Dreams? Du weißt noch gar nichts von deinem Glück, dass ich dir mit einem süßen Foto ein paar Follower mehr geschenkt habe. Hopp, aufwachen. Hi Cassie, lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Eigentlich ging es mir ganz gut, bis ich auf deinen Account geschaut habe und das Foto aus dem Kino gesehen habe. Von wegen, du nimmst keine anderen Frauen mit dahin. Hast du jetzt eine Freundin oder was? Hey, wovon redest du? Ja, die Blonde. Erst das Foto aus dem Kino und dann das sweete Bild im Bett. Cassie, Sweetheart, ich habe keine feste Beziehung. Und wenn ich treu werde, dann nur für dich. Ja, ist klar. Und wer ist jetzt dieser Antonia oder Nini oder wie sie heißt? Ach, die ist nur die Kollegin aus der Agentur. Wir haben zusammen ein paar Projekte. Aber da läuft nichts. Hm. Hast du Bock, was zu essen? So, nächste Woche, hast du da Zeit? Nee, lass mal gut sein. Ich habe auch einen neuen Arbeitskollegen und ein paar Projekte mit dem, wenn du verstehst, was ich meine. Mach's gut. Was soll du wissen dann genau von mir? What the fuck? Hi. Hi, hallo. Joanna, wir sprechen gleich, okay? Okay. Du kannst schon mal was mitnehmen. Mega Foto gestern, genau so. So langsam hast du das Business verstanden. Und jetzt ab zum Fotografen. Der wartet nämlich schon. Okay? Über das Foto wollte ich eh noch mit dir reden, Seth. Ja, das können wir später machen, aber deine Setcard hat Prio jetzt. Was für eine Setcard? Deine Setcard. Pierre, Nini. Hi, Nini. Pierre. Nini, Pierre. Ich muss wirklich mit dir reden. Und das Konzept in dem Look ist was genau? Nini hat ihr Shooting-Outfit dabei, zieht sie gleich an. Okay. Was für ein Outfit? Ist dein Ernst? Oh Mann, Nini, das fängt ja gut an. Vielleicht doch einfach nackt, wie gestern Abend? Das Outfit kam doch gut an. Ich weiß eben, was deine Follower wollen. Joanna. Deine Jacke. Was? Deine Jacke. Nini braucht ein Shooting-Outfit. Ein vernünftiges. Sei ich dein Scheiß ernst? Hast gedacht, wir machen Reisepassfotos oder was? Okay, können wir loslegen? Ready. Perfekt. Ihr könnt am besten mal hinten an den Rechner gehen. Danke dir, Pierre. Jetzt komm schon, sei nicht so finster. Wenn du so weitermachst, spielst du bald in einer ganz anderen Liga als sie. Okay, dann Nini, einfach ein bisschen weiter zurück. Cool, dann legen wir einfach mal los. Okay, noch ein bisschen mehr aus dir rausgehen. Ja, okay. Und ein bisschen mehr lächeln wieder. Okay, perfekt. Wenn's geht, Pierre, denkst du noch an das Insta-Reel? Ja, können wir auch noch machen. Ja, cool. Sydney, was für ein Reel? Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin raus. Pierre, lass uns mal ganz kurz eine Sekunde alleine. Du sollst verdammt noch mal deinen scheiß Job machen, hab ich dir gesagt. Ich dachte, mein Job wäre dein Assistenzjob. Dein Job ist es, mir zuzuhören und das zu tun, was ich dir sage. Sonst kannst du zurück zu Papa gehen und dann werde ich dir mal erzählen, was für ein verzogenes Prinzesschen er großgezogen hat. Verstanden? Sydney, können wir jetzt weitermachen? Ich werde hier nicht fürs Rumstehen bezahlt. Ja. Okay. Alles gut. Dann Nini wieder auf die Position von vorhin.
Gemäß Influencer-Credo, immer schön lächeln, aber nie Zähne zeigen. Anton, gerade noch pünktlich zu deinem eigenen Stream geschafft. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen im Stream. Ey, Selina ist auch schon da, sie ist Erste. Was geht? Flyhouse-Fan auch immer am Start. Ja, mir geht's auf jeden Fall schon besser, Leute. Aber sowas geht nicht von einem auf den anderen Tag weg, wie ihr wisst. Aber dafür habe ich euch heute einen Special Guest mitgebracht. Bei dem ging gestern auf dem Feed auch schon einiges ab. Ihr habt sicherlich einige Fragen an ihn. Mein Cousin Damian. Yo, liebe Community, was geht ab? Heute verbringe ich Emotional Time mit meinem Lieblingscousin Anton. Yo, was geht? Ja, Leute, die ihm noch nicht folgen, bitte sofort folgen. Ich gehe jetzt hier off und gehe hier online und dann gibt's erstmal Deep Talk. Bis gleich. Irgendwas sagt mir, dass Damian nicht besonders großes Interesse daran hat, die Sache mit Nini aus der Welt zu schaffen. Oder was meint ihr? Yo, was geht ab, Leute? Also, falls ihr Fragen habt, dann schießt jetzt los. Und da kommt eh schon die Sandra. Damn. Sandra will ein Kind von mir. Nee, es funktioniert leider nicht, Sandra. Phil, hast du heute trainiert? Phil, natürlich habe ich heute trainiert. Bauch und Rücken. Ja, hey, kaum bin ich da und schon gehen deine Zahlen hoch, hm? Gern geschehen. Genau. Dann lass uns doch mal direkt anfangen, Damian. Na, sag mal, Anton, wo drückt der Schuh? Noch ahnt Hashim nichts Böses. Bis dato war Joanna sein ganzer Stolz. Und ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der gleich unweigerlich bitterer Enttäuschung weichen wird. Hallo, Papa. Na? Hey. Wie läuft's? Ah, ein bisschen still heute. Ich weiß nicht, warum. Okay. Und wie war's beim Arzt? Du, alles okay. Ja? Ich soll mehr Sport machen. Okay. Morgen. Hi. Hey, Ali. Wie geht's da schon? Ja, gut. Wie geht's dir? Der Familie? Alles ganz gut. Ja? Wie immer? Nee, danke. Ich wollte dir eigentlich was zeigen. Ist das nicht Joanna? Du bist schon seit Ewigkeiten verheiratet und ist langweilig. Dann versuch doch mal Pop and Hop. Was hab ich gesagt? Ja, bittere Enttäuschung. Wo hast du das her? Das ist nicht meine Tochter. Sie würde nie sowas machen. Das muss gefälscht sein. Papa ist gut. Geschenk des Hauses. Das wäre jetzt für dich, ja? Okay. Schönen Tag noch, Hashim. Auf Joannas Kanal. Sie hat das selber hochgeladen. Und jetzt kann es die ganze Welt sehen, oder? Wir müssen was machen. So geht's einfach nicht weiter. Du glaubst, Joanna hört auf dich? Ich weiß, was am besten für meine Tochter ist. Ich bring sie auf den richtigen Weg. Ich habe eine Idee. Oh, 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 die Ideen überlässt du mir. Denn ich werde diese Influencer-Brut mega crashen. Du wirst mir so dankbar sein.